Domficker Markter, drei Weltjugendtage liegen hinter den Augsburger Bilgern, drei Tage liegen vor ihnen. Wie ist denn die Stimmung so in der Gruppe? Also seit gestern muss man sagen, dass sich die Stimmung exlakant nach oben verbessert hat, weil jetzt endlich die Sonne da ist. Wir haben jetzt so viele Tage im Regen verbracht und heute kam die Sonne raus und da merkt man, dass die Stimmung sofort nach oben geht bei der Gruppe. Die Tage waren ein bisschen schwierig wegen des Wetters eben, aber wir hatten vorgestern eine Runde gemacht und bei einem Stimmungsbarometer von 0 bis 10 haben wir die Leute befragt, wo sie gerade stehen. Und komischerweise waren die meisten doch so bei 6, 7. Also die haben sich durch das Wetter nicht wirklich beeindrucken lassen, sondern sind da voller Euphorie zum Weltjugendtag hier gefahren und haben das Programm mitgemacht. Aber seit die Sonne da ist, ist es viel, viel besser geworden. Und die Leute freuen sich jetzt an dem schönen Wetter. Und man hat es gestern gemerkt, bei einer Eröffnungs- oder beim Begrüßungsgottesdienst mit dem Papst war eine super tolle Stimmung. Und hinterher waren wir tatsächlich mit unserem Kaipi dann am Strand vorne und sind den Strand da aufgewandert zur Musik. War Konzert noch gewesen, war super. Welchen Stellenwert hat denn ja die Vigil und vor allem der Abschlussgottesdienst? Die Vigil hat bei den Jugendlichen einen sehr, sehr hohen Stellenwert, weil er einfach der stimmungsvollste Gottesdienst ist bei jedem Weltjugendtag. Millionen von jungen Pilgern sind da mit ihren kleinen Lichtern in der Hand und beten zusammen mit dem Papst. Und das hat immer eine sehr, sehr berührende Stimmung, weil da nicht nur äußerlich, sondern innerlich bei den Jugendlichen wahnsinnig viel passiert. Und wenn man da hinterher drüber spricht, ist es schon sehr, sehr beeindruckend immer auch. Und die Abschlussmesse, ja, ist die große Messe mit dem Papst, wo die meisten Pilger dann auch erwartet werden. Wir wissen ja genau, wie viel es werden. Man schätzt bis zu 2,5–3 Millionen. Schauen wir mal. Und ja, diese Begegnung mit dem Papst, die Messe mit dem Papst, rührt auch viele, viele Jugendliche an, weil eben die Eucharistie da tatsächlich als Zentrum des Glaubens erlebt wird, wo die Jugendlichen dann auch merken, boah, da liegt eine Kraft in dieser Eucharistie, in der Begegnung mit Christus, die auch tragend für mein eigenes Leben ist. Was können denn die Augsburger Pilger mit nach Hause nehmen? Weil es wäre sehr schade, wenn es nach diesen 5 Tagen schon wieder vorbei wäre. Welche Glaubensimpulse kann man mitnehmen? Also zuallererst können sie die Gemeinschaft der Gruppe mit nach Hause nehmen. So wie ich das beobachtet habe, sind da neue Freundschaften gewachsen. Die Leute haben sich kennengelernt und haben gemerkt, hey, der Glaube, der eine Glaube, der verbindet uns als Gruppe im Kleinen und natürlich weltweit im Großen. Und das zu erleben, diese junge Kirche, wie sie es hier erlebbar ist, nehmen doch viele Jugendliche mit heim, wo es manchmal das Gegenteil der Fall zu sein scheint. Und eine wichtige inhaltliche Botschaft, glaube ich, hat der Papst gestern bei der Begrüßung auch gesagt, dass wie das Salz in der Suppe die Jugendlichen Christus in ihr Leben reinlassen sollen. Dass die Lebenssuppe sozusagen wird in der Begegnung mit Christus, dem Salz, erst richtig lebendig und gut und feierlich und schön. Und da haben wir gestern lange drüber auch mit den Jugendlichen geredet, dass sie das auch sehr berührt hat und das ein Punkt ist, den sie mit nach Hause nehmen.